viele Künstler war die Corona-Zeit ja eine Katastrophe. Wie ist es Ihnen gegangen? Also ich würde behaupten, dass die komplette Veranstaltungsindustrie ist einfach arbeitslos gewesen über eine Nacht und ist immer noch so für sehr vielen. Viele kreative Menschen haben Ideen gehabt und umgesetzt in so kleinen Formen, ob es ein Picknick-Konzert ist oder ein Autokino. Das kann man echt nur respektieren. Ich glaube, jeder versucht halt sein Bestes, irgendwie aktiv zu bleiben. Und ich meine, ganz ehrlich gesagt, viele von meiner Crew, die sind jetzt sowieso auf der Baustelle oder Electrical geworden oder irgendwas gemacht, um einfach für ihre Familie da zu sein und zu versorgen. Und das respektiere ich sehr. Ich bin in allen Gesprächen schon involviert, halt irgendwie so, in was man machen kann. Ich habe gerade eine Tour angekündigt im Mai und stehe da mit ganz großer Hoffnung, dass es stattfindet. Halt. Ich glaube, dass wir immer mit Wille und Stärke nach vorne gehen müssen, aber auch mit den Kopf angeschaltet hat. Wir mussten die Wünsche von allen respektieren. Wir wollen natürlich nicht irgendwie so ein Hotspot für Corona haben wir kreieren. Deswegen halt, ist es schon bewusst, dass wir anders denken müssen. In meiner Heimat in Irland sagen die jetzt, die neuen Konzepte sind Living with Corona. Also, und das ist, glaube ich, da, wo wir alle sind im Moment, um einfach konsequent Entscheidungen anders zu treffen, als einfach nur sagen, halt, es wird oder irgendwie, dass man wirklich konsequent versucht hat, die Konzerte und die Tours anders zu planen. Aber dass die stattfinden, ist genauso wichtig. Was, viele Menschen haben auch umdenken gelernt. Was tun sie selbst für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Du meinst die Corona-Kilos jetzt, die wir alle bekommen haben, per Post. Corona-Kilos, die waren alle da. Also ich, ganz ehrlich, ich habe einfach die Zeit genommen, um die abzuschaffen. Erstmal hatte ich die, dann habe ich irgendwie so ganz viel gemacht, um die nicht in den nächsten Monaten irgendwie so mitzutragen. Also ich sage mir halt so, dass ich war, glaube ich, so wie jeder andere, ein bisschen Rollercoaster-Ride. Aber jetzt bin ich wieder fit, alles gut.